Heute in, morgen out. Heute trage ich meinen neuen Pulli, morgen werfe ich ihn weg, weil er mir nicht mehr gefällt. Dann kaufe ich mir eben einen neuen und habe 10 weitere schwarze Pullis. Mein Kleiderschrank ist voll, aber ich habe nichts zum Anziehen. Das meiste davon habe ich so selten oder fast nie getragen. Es geht auch anders. Deshalb haben wir die Mainzer Modebloggerin Kim getroffen. Sie hat durch ein einjähriges Modeexperiment nicht nur ihren Modestil, sondern ihren gesamten Lebensstil nachhaltig geändert. In ihrem Lieblings-Vintage-Laden Jana Blume erzählt sie uns, wer sie ist, was sie liebt und wie sie zur nachhaltigen Modebloggerin geworden ist und was Nachhaltigkeit überhaupt bedeutet. Hallihallo ihr Lieben, ich bin Kim, auch Mainzerin, ich bin Fashion-Bloggerin und ich liebe Vintage-Fashion und ich zeige euch jetzt mal meinen liebsten Laden. Jana? Ja? Hi! Hi! Dürfen wir uns bei dir umschauen? Natürlich, kommt rein, schaut euch um, klar. Ich zeige euch meine liebsten Kleidungsstücke. Die Jana hat super schöne Kleider und gerade bei Vintage-Kleidung finde ich super wichtig, dass es Unikate sind. Also alles hat eine Vorgeschichte, alles ist individuell. Verschiedene Größen, verschiedene Farben, verschiedene Schnitte und das macht natürlich Vintage aus. Vintage ist mir wichtig, weil es ist ein Teil der nachhaltigen Kleiderkonsumoption. Wir können uns einfach mal ein bisschen umschauen, wenn ihr wollt. Vintage-Brillen gibt es in der Tat auch. Und tada, wie findet ihr die? Ich würde euch einfach mal mit runternehmen. Zu dem Blog bin ich gekommen durch ein Experiment, was ich mir gesetzt habe. Ich habe nämlich gesagt, stopp Kim, ein Jahr kaufst du keine neue Kleidung. Das heißt, ich könnte Kleidung tauschen, Kleidung von Freundinnen annehmen, die eigentlich auf dem Flohmarkt verkaufen würden. Und das Experiment ist mir gelungen. Das heißt, ich konnte in der Tat ein Jahr nichts Neues kaufen, was mir super schwer gefallen ist. Also am Anfang, da habe ich eigentlich vor dem Experiment ganz schön viel gekauft und nach ist es weniger geworden und auch kontrollierter. Das heißt, Shoppen war nicht so ein wahlloses Ding, was ich in der Freizeit gemacht habe. Und mittlerweile kaufe ich gar nicht mehr so viel und wenn, dann wie gesagt nur Vintage, was ich dann alles auf meinem Blog dokumentiere. Einfach diese ganzen Aspekte rund um Nachhaltigkeit machen mir super Spaß. Nach und nach findet man seinen eigenen Stil, findet man, wie man Vintage miteinander kombinieren kann und ja, wer denkt, Vintage ist nicht stylisch, das stimmt nicht. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Alternativen und man kann seinen eigenen Style ganz individuell zusammenstellen. Es ist nicht immer ganz so einfach. Also natürlich gehe ich jetzt ganz anders shoppen mit einem anderen Blick, schaue sehr viel nach Secondhand-Läden oder nach Vintage-Läden. Aber manchmal sieht man Sachen an anderen und denkt sich so, oh, das sieht so schön aus, ich will das auch. Und dann findet man die Alternativen nicht ganz so schnell. Mein Lebensstil wird definitiv nachhaltig bleiben. Ich werde für immer Öko-Tante bleiben. Und so nennen mich immer die anderen. Und ich bin stolz drauf. Also Öko zu sein, es hat gar nichts mit schlechtem Stil zu tun. Und ich werde definitiv dabei bleiben. Man kann halt auch stylisch sein, ohne den Trends hinterher zu laufen. Findet einfach euren eigenen Stil und habt Spaß damit. Das ist ganz wichtig.